Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir sind jetzt auf der Bertha oder in der Bertha, unseren Zug, den Zug, den wir von K-Log übernommen haben, unser Hauptquartier. Wir müssen jetzt mit Agnes reden und danach werden wir wohl in die ganze Templerverschwörung von London eingewiesen. Und dann müssen wir nochmal ganz vernünftig das alles mit dem Inventar und der Ausrüstung machen. Weißt du, mit ein bisschen Moos kann man in dieser Stadt richtig was losmachen. Überleg mal, was du Gutes tun könntest mit dem ganzen Geld. Interagieren Sie mit dem Safe, um Ihr Einkommen abzuholen. Da ist unser Safe. Du willst London wieder herrichten? Nun, das ist deine Chance. Auf der Karte siehst du, an wen du dich wenden kannst. Alte Freunde von mir. Wenn du ihnen ein paar Pfund abdrückst, kannst du uns vielleicht alle davor bewahren, Messer und Gabel weglegen zu müssen, bevor wir satt sind. Das Upgrade Medizinmarkt kaufen. Dann können wir uns wohl endlich auch die Medizin besorgen. Gang Upgrades. Anführer, Insider, Betrüger. Medizinmarkt. Sie können jetzt Medizin in Geschäften kaufen. Nutzen Sie Medizin im Kampf, um Ihre Gesundheit schnell zu regenerieren. Wir hatten ja das Problem bei der Templerjagd, dass wir noch keine Medizin kaufen konnten. So, was gibt's denn hier noch? Also hier sind zum Beispiel die ganzen Ressourcen. Wooks Training. Die Wooks erhalten ein grundlegendes Kampftraining. Momentan haben sie Level 5. Wook-Fahrer. Kaufen Sie Kutschen für Ihre Wooks. Halten Sie den Straßen Londons nach Ihnen Ausschau. Dann müssen wir uns nicht die Kutschen klauen. Na ja, und hier sieht man halt, was das halt kostet. Speer. Ihre Gang verfügt jetzt über den Speer. Archetypen. Speer nutzen ihre Schusswaffen öfter als andere. Kutschensabotage. Der Mechaniker der Bleiter scheint das Land verlassen zu haben. Fahrzeuge der Bleiter sind weniger widerstandsfähig. Polizeibestechung. Die Polizei drückt bei einigen ihrer illegalen Handlungen ein Auge zu. Also gibt's das doch nicht mit dem Umhang. Das kann man sich einfach erkaufen. 5000 Pfund. 25. Steht da, was das ist? Nein. Kleine Rooks. Ja, Rekrutierung ist immer wichtig. So ein Scout. Halt, ne? Die besten Diebe Londons sind Kinder. Sie halten bessere Beutestücke, wenn sie mit Hilfe von X mit ihnen interagieren. Wir sind gegen Kinderarbeit. Da werden wir auch keine Kinder für uns arbeiten lassen. Growlerbuben. Erhöht die Beliebtheit des Growlers. Halten Sie nach weiteren Ausführungen dieser Lieblingskutsche in Londons Straßen Ausschau. Das ist also sozusagen nur Kosmetik. So, der Betrügerzweig, Schwarzmarktbeziehungen. Wenn Sie die richtigen Personen kennen, kostet Munition weniger. Sparen Sie 25% beim Kauf von Schusswaffen und Wurfmessern in jedem Geschäft. Pub-Investor. Kaufen Sie Pubs in der Stadt, um das Einkommen des Zugverstecks um 500 Pfund alle 30 Minuten und die Kapazität des Safes um 500 Pfund zu erhöhen. Und hier schon wieder Ingame. Echt Geld für Material.
Ich werde da noch nichts machen. Ich tendiere aber bei den nächsten Folgen oder Aufnahmen zu Betrüger. Westminster. Ganganführer Lilla Graves. Whitechapel gehört jetzt uns. Wir könnten uns jetzt einfach nur runterarbeiten. Also hat Syndicate jetzt hier keinen Faden, den wir gehen müssen. Wir können machen, was wir wollen. Nein, doch hier. Sequenz 3, die Pressefreiheit. Naturburschenmontur. Empfohlenes Level 2. Aber warum? Na gut, durch den Zug können wir hier einfach durchfahren. So, wir haben eine fahrende Station natürlich. Wir können jedes Mal da jetzt eine Schnellreise hinmachen. So, aber jetzt erstmal wieder zum Inventar. Will eigentlich direkt loslegen, aber... So, ich wollte ja den Kukri jetzt entfernen und wieder gegen einen Novizenstock austauschen. Sie benötigen Level 3. Die drei sind umsonst. So, wir hatten jetzt das ausgewählt. Der Novizenstock durch ist nicht tödlich, aber dafür nimmt die Betäubung um 2 zu, der Angriff sinkt auch nur um 1. Assassinenhandschuh. Härter als einfaches Leder, aber immer noch biegsam für bessere Bewegungen im Kampf. Schusswaffen. Das können wir so lassen. So, jetzt sind wir bei Evi. Ah, sie hat auch Umhänge zur Verfügung. Also bringt das doch was. Ein einfacher Umhang, der zwar schön aussieht, aber nur wenig Schutz bietet. Sparsamer Umhang. Hat ein paar Gebrauchsspuren, das stimmt, aber das macht diesen Umhang nicht weniger effektiv. Er ist das Beste, was sie für den Preis bekommen können. Das ist alles bisher noch Standard. Die Musik im Hintergrund, die erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen an Star Wars Episode 3, der Einmarsch in den Jedi-Tempel. Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme.
Milizen-Schlagring. Ewig auf Schlagring, aber ist ja mehr. Die Stealth. Mäßiger. Na, wir lassen das jetzt so. Wir sind jetzt hier. Unser Zugversteck ist jetzt hier. Das wandert natürlich. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen den Aussichtspunkt. Um auch ein bisschen die Stadt besser kennenzulernen. Und die Einführung mit den Greifhaken, die kommt dann wohl mit der nächsten Mission. Anna Abramson aufspüren. Ziel, Leben zurückbringen. Level 5. Schafft sie hier weg! Und wie nennt ihr das hier? Für diesen Müll bekomme ich doch kein Geld. Verzeihung, Ma'am, ich konnte nichts anderes finden. Wie kommt man denn darauf? Ich lass dich schreien, sterben! Das ist jetzt so ein bisschen auch der Nachteil durch dem Zugversteck. Wir werden einfach so blind, sag ich mal, dann mal jetzt zum Beispiel jetzt auch hier rausgeschmissen und ja, haben so ein niedriges Level. Das fängt ja schon mal gut an, ey. Ist sofort total überfordert. Und das war mal wieder ein grandioser Start in eine neue Aufnahme. Wir sollten einfach mal eine Kutsche nehmen. Es ist einfach einfacher. Evie ist es halt noch nicht gewöhnt. In so einer Stadt zurechtzukommen.
bin auch etwas überfordert mit dem Spiel. Gleich wieder mit Gang-Upgrades konfrontiert gewesen. Das muss alles ganz ruhig anfangen und dann muss man hineingeführt werden. So, jetzt werden wir mir wieder diese 4, 5 Aufgaben angezeigt. Kinderbefreiung, Templerjagd, Quartier. Manchmal sind es auch mehrere Sachen. Sieht man jetzt oben links. Gangquartier, Kinderbefreiung, Templerjagd. Markieren. Ah, cool. So. Synchronisieren Sie einen Aussichtspunkt, um den Nebel von der Minikarte. Wir sollten erstmal wirklich noch, wie gerade gesagt, nur auf Kutschen unterwegs sein. Irgendwelche Haudegen, die sich ein schönes Mädchen angucken. Und das in so einer Gasse hier, das gefällt mir nicht. Die haben bestimmt nur Böses im Schilde, ihr. Geh weg! Ich bin eine zärtliche Dame. Ganz genau. Ja, so läuft's. Oh, raffiniert. Lasst mich doch in Ruhe. Ich habe keine Lust auf euch Männer. Ah, jetzt kacke ich hier gleich ab.